die Stadt! Flieht, solange ihr noch könnt! Bei allem, was heilig ist, die Stadt brennt! Als die Kirche der Zakaru mich hergeschickt hat, bin ich davon ausgegangen, dass mein Dorf einfach und unberührt sein würde. Um ehrlich zu sein, war ich erleichtert. Die Korruption hat manchen zu Fall gebracht, der größer war als ich. Und ein solch ruhiger Ort hätte meine Rettung sein können. Aber als die Katastrophe die Kathedrale von Tristram traf, wurde alles anders. Das könnte ich glauben. Tod, denen, die sich der Macht des Dunkels. Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Da kommt etwas. Ein würdiger Gegner. Nicht genug Zorn. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich fühle mich besser. Können wir mehr von denen finden? Danke. Ihr habt uns gerettet. Wir schulden euch unser Leben. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen. Habt ihr es gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit! Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. Oh, all dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Mein Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel!
Blut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard! Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Es tut mir leid, Leia. Es ist immer schwer, jemanden zu verlieren, der einem nahesteht. Ich werde Magda verfolgen. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Wir müssen ihm das Schwert bringen, damit er an unserer Seite kämpfen kann. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Sie wird nicht lange warten müssen. Diese verdammte Macht in mir. Onkel Deckard sagte, ich hätte sie von meiner Mutter. Er versuchte mir mit seiner horadrischen Ausbildung beizubringen, sie zu beherrschen, doch es hat nie funktioniert. Er hat jedoch niemals die Hoffnung aufgegeben. Er war ein großartiger Mann. Wie habt ihr gelernt zu kämpfen? Mein Bruder brachte es mir bei, als wir noch klein waren. Er glaubte, die Armbrust wäre die ideale Waffe für mich, weil sie einem Zeit verschafft, wegzulaufen, falls etwas schief geht. So viel Vertrauen hatte er also in eure Fähigkeiten, hm? Ach, er machte sich einfach Sorgen um mich. Ich nehme an, ihr wisst nicht, wie sehr Familie verbindet. Und wo hält sich dieser Bruder auf, der sich euch so verbunden fühlt? Oh, noch immer in Königshafen. Ich vermute, er wird noch lange Zeit dort sein. Wohin sollte ich mich verbessern? Ich hätte dieselbe Wahl getroffen.
Das ist jetzt eine Frage der Ehre. Wir dürfen nicht zögern. Geht ihr in eurer Heimat mit Verbrechern um? Kreuzritter haben keine Heimat. Wir sind verbunden durch eine Idee und nicht durch Gesetze. Ich werde nicht fragen, was mit denen passiert, die diese Idee verraten. Ist wahrscheinlich besser so. Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Die Luft hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Blutspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich. Ist ihre Stimme. Ich benötige mehr Zorn. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Für die Gerechtigkeit! Reicht dafür nicht aus.
benötige mehr Zorn. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Ruf in Frieden, armer Irrer. Ihr habt eure Herrin gut gedient. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Nicht genug Zorn. Zorn reicht dafür nicht aus. Benötige mehr Zorn. Gerüchte zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leoriks Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Die größte der Kreaturen führte später die anderen in die Höhlen. Und bisher ist niemand, der sich dort hineinwagte, je wieder zurückgekehrt.
hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Dieses Land gehörte einst der Krone. Quelkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt, selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Zeit verließen fünf Clans des Umbaru-Stamms die ganze und wanderten nordwärts. Nach ihrer Verwandlung zu Kasras waren nur noch einige wenige Älteste in der Lage, Magie zu nutzen und gaben diese Fähigkeit an die Schlausten unter ihren Kindern weiter. Dies sind die Kasra-Schamanen. Sie sind die gefährlichsten Vertreter ihres Volkes. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich bin geheilt. Ich bin verwundet. Meine Kraft verlässt mich. Sie hätten rennen sollen, als sie es noch konnten. Nur Geduld. Ich ergebe mich nicht. Nicht genug Zorn.
verwundet. Meine Wunden heilen.